Hereinspaziert, liebe Freunde. Setzt euch, macht's euch gemütlich und nehmt euch einen Keks, denn hier sind wie an jedem Mittwoch die News und das Store-Update. Losgelegt. Wir starten mal mit ein paar neuen Erscheinungsterminen und die dürften vor allem die Anime-Fans unter euch hellhörig werden lassen. Dragon Ball FighterZ erscheint am 26. Januar 2018 in den USA und hierzulande. Bei uns werden neben der Standardvariante zwei Sondereditionen in den Handel kommen. Eine mit Hauptspiel und einem Season Pass mit 8 neuen Kämpfern. Und die Ultimate Edition, die ebenso den Season Pass enthält, sowie weitere Goodies wie ein Kommentator Voice Pack und das Anime Music Pack. Im Januar soll es zudem eine Open Beta geben. Wir bleiben für euch am Ball. Und auch zu Attack on Titan 2 gibt's Neuigkeiten. Das wird nämlich im März 2018 rauskommen. Diesmal werdet ihr euch euren eigenen Helden zusammenstellen können und ein neues Stadtleben-Feature soll auch dabei sein. Also gut was zu tun für Freunde epischer Japano-Kloppereien. Und eine traurige Nachricht für alle Fans von dänischen Klötzchen zum Zusammenbauen, zumindest in virtueller Form: LEGO Dimensions ist offiziell tot. Naja, okay, vielleicht nicht tot, denn Server- und Kundensupport wird es zunächst durchaus noch geben, wie Hersteller TT Games versichert, aber es wird nichts Neues mehr kommen, also keine neuen Erweiterungspacks. Als Grund werden nur maue Verkaufszahlen der Erweiterungspakete spekuliert und ein ziemlich aufreibender Entwicklungsprozess, der hart an die Grenze des Machbaren ging. Tja. Der echte Figürchen in Videospielen-Trend, auf dem ja auch Skylanders und Disney Infinity gesurft sind, ist damit wohl endgültig vorbei. Neuer Stoff für Besitzer der PlayStation VR, die es etwas ungewöhnlich lieben. Stifled ist ein akustikbasierter Schleichthriller mit Mikrofonunterstützung. Die pechschwarze Welt wird durch die Geräusche, die ihr erzeugt, sichtbar und so könnt ihr den Weg, den ihr gehen müsst oder Gegenstände, die ihr einsammeln müsst, erst erkennen. Aber Geräusche machen auch die Feinde, die im Dunkeln lauern, auf eure Position aufmerksam. Feinde können euch zum Beispiel durch das Mikrofon aufspüren, wenn ihr beim Spielen kreischt. Klingt ja auf jeden Fall mal originell. Ob Stifled wirklich für Herzinfarkte und volle Buchsen beim Zocken sorgt, werden wir nächste Woche rausfinden, denn der Akustik-Thriller erscheint stilecht am 31. Oktober. Und damit sind wir auch schon beim Store-Update, denn am 31. Oktober ist ja bekanntlich Halloween und natürlich gibt's jede Menge Horror-Games für schmales Geld. Aber bevor wir zu den Schnäppchen kommen, schauen wir doch noch, was diese Woche ganz neu ist. Am Freitag geht's wieder zurück in die virtuelle Vergangenheit, denn am 27. kommt Assassin's Creed Origins. Ob das frische Setting des antiken Ägyptens der Serie neues Leben einhauchen kann? Naja, also ich hoffe es sehr und Assassin's Creed Mega-Fan Anne natürlich erst recht. Außerdem wird ab dem 27. wieder gegen den guten Geschmack geschossen und zwar mit den ganz dicken Prügeln. Wolfenstein 2 The New Colossus ist eine herrlich derbe Verbeugung vor Quentin Tarantino, The Man in the High Castle und Action Trash im Allgemeinen. Wer es dagegen eine Nummer kleiner bevorzugt, sollte mal einen Blick auf The Mummy Demastered werfen. In feinster Retro-Optik und mit Chiptune-Soundtrack kämpft ihr euch durch ein Metroidvania-inspiriertes Gruselabenteuer. Gibt's seit dem 24. im Store. Als Deal der Woche könnt ihr euch die Crash Bandicoot Insane Trilogy für nur 29,99 ins Haus holen, aber nur noch bis zum 1. November. Der niedliche, aber bockschwere Hüpfklassiker ist damit um 25% runtergesetzt und eine lohnende Empfehlung für alle, die bislang noch nicht zugeschlagen haben. So, und damit endlich zum Horror. Bis zum 1.11. erhaltet ihr düsteren Spielspaß und spart richtig Asche dabei. Kinder, das ist wieder so viel, dass wir euch hier nur ein paar ausgewählte Highlights präsentieren können. Call of Duty Black Ops 3 in der Zombies Chronicles Edition ist um 28% günstiger und kostet nur 49,99. Resident Evil 7, die große Horrorüberraschung Anfang des Jahres, bekommt ihr für nur 29,99, eine Ersparnis von satten 57%. Outlast 2 scared für nur 19,99 den Shit out of you. Das sperrige, aber charaktervolle Prey steht für nur 24,99 zum Download bereit. Und meinen persönlichen Liebling, das völlig unterschätzte Dead by Daylight, gibt's für nur 19,99. Ja, das zocke ich auch gerade privat wieder und ich komme von dem Ding einfach nicht los. Tja, ist nicht was für jedermann, aber wenn's einmal Klick macht, dann sind viele, viele schaurig schöne Spielstunden garantiert. Wie gesagt, das ist hier wie immer nur ein Bruchteil. Im Store findet ihr noch viel mehr Schocker-Schnapper,
von Alien Isolation bis Dark Souls 3. Stöbert eine Runde rum, gönnt euch selber was Schönes und taucht ab in die Welt des digitalen Schreckens. Ich wünsche euch recht viel Spaß dabei, ihr Kinder der Nacht, und kletter jetzt wieder in meinen Sarg. Gehabt euch wohl, bleibt anständig und vergesst nicht, schön die Tür hinter euch zu verschließen.